Eltern ja. Ich bin mit ein paar Verwandten hier, aber sie wollten für einen Moment weg und plötzlich bin ich allein. Wir wollen vielleicht eines Tages hierher ziehen, aber ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich kann nach Hause gehen, kein Problem. Aber ich muss erst Ruffy zurückhaben. Könntet ihr mir bitte helfen? Dieser Ruffy, ist er wertvoll? Ich habe kein Geld. Was ich euch geben kann, falls ihr das meint. Wir haben zu Hause anderes Geld. Könnt ihr ihn bitte finden? Er ist ganz alleine hier. Klar, hey, helfen dir gerne. Woran kann man ihn erkennen? Ihr helft mir. Oh, ich danke euch vielmals. Es wird alles wieder gut. Der arme Ruffy ist fremde Orte und Leute einfach nicht gewohnt. Ihr werdet ihn bestimmt erkennen, wenn ihr ihn seht. Denn was Niedlicheres gibt es nicht. Hier, nehmt dies. Das ist sein liebstes Spielzeug. Er wird euch für Freunde halten, wenn ihr es in den Händen habt. Nochmals vielen Dank. Südlich von Naschke traf ich einen Jungen, der seinen Hund Ruffy sucht. Mit dem Kauspielzeug, das er mir gab, kann ich den Hund vielleicht zu Herrchen locken. Ja. Wer hat das Ding? Ruffys Kauspielzeug besteht aus blutigen Fleischfetzen, die von einem Knochenstück unbekannter Herkunft herabhängen. Ihr glaubt, ein paar Metallteile in diesem undefinierbaren Klumpen zu entdeckt zu haben, aber ganz sicher seid ihr nicht. Ja, das mit dem Hund. Albert und sein Hund. Südlich von Naschke treffe ich einen Jungen, der seinen Hund Ruffy sucht. Mit dem Kauspielzeug, das er mir gab, kann ich den Hund vielleicht zu seinem Herrchen locken. Oh, ein Winterwolf. Alles wegen des lieben Geldes. Sagt an. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, eigentlich töte ich auch nicht gerne Winterwölfe. Aber die sind da eben auch aggro. Hallo, ihr da. Hey, ihr da. Sieht aus, als wärt ihr ein bisschen vom Weg abgekommen. Das ist Pech für euch, dass ihr auf den schnellsten Schützen im Westen treffen musstet. Seht ihr den Mann da vorne? Er heißt Zahl und ist der schnellste Dartspieler, den es jemals an der Schwertküste gab. Ich an eurer Stelle würde die Geduld eines solchen Meisters nicht auf die Probe stellen. Deswegen solltet ihr jetzt schnell euer Geld abgeben. Ansonsten kriegt ihr nämlich Ärger. Seid ihr eine Art Schwachkopf, der schnellste Dartspieler im Westen? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Nur zu, sagt diesem Saal, er soll uns zeigen, was er zu bieten hat. Nun, ich will eigentlich keinen Ärger. Nehmt das Geld und lasst mich in Frieden. Ich lege keinen Wert darauf, mit zwei Narren zu kämpfen. Und ich werde euch von meinem Geld nichts geben. Verschwindet. Nehmen wir das Erste. Hast du das gehört, Saal? Also, sie haben uns bedroht. Die scheinen dich nicht ernst zu nehmen. Dann müssen wir es ihnen zeigen. Was? Tut mir leid, Leute, aber das kann jetzt enorm wehtun. Kommt, nervt jemand anderen! Ja? Oder vielleicht frostigen Tod! Das wird kein schneller Tod. So, Saal kann auch nicht viel machen. Wenn er im Nahkampf ist. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, was haben wir hier Schönes? Armbänder, Geld. Dartpfeile und zwei schöne Panzer. So, wer braucht noch ein bisschen Heiltrank? Lehrer. Abwender des Bogenschützen, der Beschützer des Tals. Mit Geschosswaffen. Also das wäre was für mich, aber ich hab schon. Und du kannst nicht. Also krieg den Safana. Der Safana kann eh Lederrüstung. Wir müssten mal die Augen offen halten nach einem Lederhahn, einem beschlagenen Lederharnisch. Oh. Das ist natürlich auch nett zu sehen. Auch wenn das Teil ein bisschen schwer ist.
Hätten wir das damit schon mal gelöst? Ups. Du könntest den tragen. Ja, gut. Ihm können wir dann wirklich was anderes geben. Muss kein Ankeckpanzer sein, weil wir können ja noch einen Ankeckpanzer kriegen. So, der schnellste Schütze des Westens ist tot. Muss ich das Ding eigentlich irgendwie ausrüsten? Nö. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue ich alles. Nimm mal Pfeile mit. Und Geld. Ja? Sag mal, tragen eigentlich alle auch die Helme tragen können? Helme? Ja, sieht dann auch aus. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, dann laufen wir, sehen wir uns mal weiter um. Noch ein Skelett. Ah ja, der möchte gern Lucky Luke. Der kann echt nichts, sobald man ihm Nahkampf hat. So, noch ein totes Skelett. Ah ja, oben rum. Oben rum kommen wir da runter. Sendai, haltet ein Reisender aus dem Norden. Ihr dringt recht weit in amnisches Gebiet ein. Vielleicht seid ihr gekommen, unsere Truppenaufstellung auszuspionieren. Die ihr hier vermutet, ist schon komisch, was für dummes Zeug ihr Barbaren aus dem Norden manchmal im Kopf habt. Wollt ihr damit sagen, Amn bedrohe Baldurs Tor nicht? Ich bin es satt, von jedem aufgeblasenen Narren, der mir über den Weg läuft, beleidigt zu werden. Zieht euer Schwert. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich bin Sendai aus dem Hause der adligen Kaufmannsfamilie Agrim, der bedeutendsten Familien am. Daygold Alexander und ich sind hierher gekommen, um Wild zu jagen, obwohl ihr vielleicht eine bessere Beute wird. Ich nahm an, ihr hättet damit kein Problem. Was für ein Monster seid ihr, dass ihr eure Mitmenschen wie wilde Tiere sagt? Ihr seid ein streitlustiges kleines Fräulein und ich glaube, ihr werdet eure Worte bald bereuen. Mir scheint, wir sind über ein paar Berserker gestolpert. Ich ahnte schon, dass... Schon als mir soeben euer Geruch entgegenkam, aber euer Verhalten hat meine Vermutung bestätigt. Daygold Alexander, lass uns mit diesem Bauern kurzen Prozess machen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Schau mal, was es mit
Jael Kalles? Lebenslicht aus. Okay. Brecht und verschwindet. Sondern möge die Dunkelheit herrschen. Was ist es diesmal? Auf der Stelle euer Lebenslicht aus. Olaf Saar? Große Heilung. Dunkelheit herrschen. Dieser Zwerg sah auch schon mal besser aus. Es sieht ganz so aus. Vita. Worum geht es diesmal? Okay. Eine schon mal weg. Zwei sind schon mal weg. Und Kegane ist weg. Und wir haben vergessen, Quicksave zu machen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Seit einer ganzen Weile. Haben wir schon das Spielzeug? Nein, noch nicht. Ihr seht aber komisch aus. Hm. Ja, ist er wertvoll? Gut. Jetzt haben wir das Kauspielzeug. Jetzt müssen wir erst nochmal den schnellsten Mann im Westen umbringen. Also den schnellsten Dartspieler im Westen. Schwachkopf, ja. Ich hab keinen Bock zu reden. Aha. Bleibt zurück und gebt Acht. Das wird kein schneller Tod. Kann ich helfen? Sagt an. Gut, okay. Diese für dich zum Identifizieren. Du legst das an. Du legst das an. Die sind für Lehrer. Die sind für Safana. Gut. Worum geht es diesmal? Ja? Wie ihr wünscht. Hast du ihn? Oder vielleicht frostigen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ach nee, das sind Kobolde. Wie kann ich ihr brauchen? Merke ich erst jetzt. Geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Ein paar zusätzliche Pfeile. Ein Skelett. Fress brennenden! Oder vielleicht zwei Skelette. Tod! Fress brennenden! Eins. Tod! Noch eins. Ah, da ist noch eins. So.
Wir nähern uns wieder von Norden. Dann können wir nämlich nur vielleicht sie erstmal rauslocken und töten. Bevor die anderen beiden Bogenschützen kommen. Wäre ja auch praktisch.